Hallo und herzlich willkommen hier in Portugal, in der Gegend rund um Lissabon mit dem brandneuen Volkswagen T-Roc. Das SUV ist unterhalb des Touareg und auch Tiguan angesiedelt, wird allerdings oberhalb des kommenden Polo-SUV angesiedelt sein. Und VW möchte hier einfach mal einen neuen Weg einschlagen, und zwar den des Lifestyles. Das Fahrzeug ist mit einer Zweifarblackierung erhältlich, wie man hier sieht, mit dem weißen Dach und der blauen Karosserie. Damit möchte man einfach eine jüngere Klientel ansprechen, die sich viel mehr ausdrücken möchte mit ihrem individuellen Design. Beim Design möchte Volkswagen mit dem T-Roc einen neuen Weg einschlagen. Zwar erkennt man auf den ersten Blick, es ist ganz klar ein Volkswagen, auch am prominent positionierten VW-Badge, aber der Grill, der ist hier deutlich breiter als der ganz schmale, normale VW-Grill, den wir bislang kennen. Er verbindet die beiden Frontscheinwerfer und was ganz Neues ist das Tagfahrlicht. Es befindet sich nicht mehr hier vorne in den Scheinwerfern, sondern wanderte hier in diesen unteren Stoßfängerbereich, ist mal ein bisschen außergewöhnlicher gestylt und es verändert seine Funktion. Sobald man den Blinker einschaltet, ist dieses weiße Tagfahrlicht nicht mehr in seiner Funktion tätig, sondern übernimmt die Funktion des Blinkers. Wie schon gesagt, möchte VW mit dem T-Roc den neuen Weg gehen, den lifestyleigen Weg. Das sieht man hier besonders gut an dem weiß abgesetzten Dach und den weißen Spiegeln, was in den Versionen Style und Sport, die zum Anfang erhältlich sind, serienmäßig ist. Bei der Basis, die nachgereicht wird, ist das nicht der Fall. Ansonsten, die Style-Variante kommt mit serienmäßigen 17 Zöllern. Der Sport auch. Der Sport hätte dann noch rote Bremssättel. Wir haben hier allerdings den Style. Und was man auch ganz klar sieht, der T-Roc, der ist ein bisschen kürzer. Mit 4,23 ist er ein Stück weit kürzer als der Golf und deutlich kürzer als der VW Tiguan, der natürlich oberhalb des T-Roc positioniert ist. Ansonsten haben wir hier unten im Bereich eine schöne Chromleiste, die das ganze Fahrzeug noch ein bisschen streckt. Und diese bauchigen, gerade auch hinten Radhäuser, dem ganzen Wagen noch ein bisschen mehr Breite und Dynamik verleihen. Was auffällt, ist die schräge C-Säule, die so ein Stück weit an den Audi Q2, den Mitbewerber im eigenen Haus, erinnert. Angekommen am Heck des VW T-Roc zeigt sich die gesamte Breite des Fahrzeugs. Breit dadurch, dass wir hier diese horizontalen Linien haben, die den T-Roc so richtig schön stämmig auf der Straße stehen lassen. Den modernen Aspekt aufzugreifen, haben wir hier LED-Rückleuchten. Und um auch diesem SUV-Look, den er ja haben möchte, gerecht zu werden, haben wir hier unten einen angedeuteten Unterfahrschutz in Silber. Wir haben uns jetzt den VW T-Roc vorgenommen und drehen hier eine Runde mit dem 2 Liter TSI mit 140 kW bzw. 190 PS. Sind hier unterwegs an der Küste Portugals rund um Lissabon. Und dieser Aggregat passt hervorragend zum VW T-Roc. Wenn man mal das Gas durchtritt, dann beschleunigt er durch. Wirklich angenehm und das passt auch für 190 PS. Die Wahl des Getriebes ist so ein bisschen schwierig beim VW T-Roc. Das 7-Gang DSG ist manchmal ein bisschen müde, man hat es vielleicht eben gemerkt, der Tritt aufs Gaspedal, der kam ein bisschen verzögert und auch im Stop-and-Go-Verkehr, da schaltet es manchmal ein bisschen hektisch. Aber genau das ist das Stichwort, der Stop-and-Go-Verkehr. Da ist so ein 7-Gang DSG, also vom Fahrgefühl her ein Automatikgetriebe, natürlich viel, viel komfortabler als eine Handschaltung, weil man nicht andauernd kuppeln muss. Wobei die Handschaltung gar nicht schlecht ist. Die macht Spaß, die rastet knackig, das ist auch eine gute Wahl im VW T-Roc. Ansonsten haben wir hier die üblichen Verdächtigen an Assistenzsystemen verbaut, was man so kennt. Wir haben einen Stauassistenten, den haben wir ausprobiert, funktioniert einwandfrei. Wir haben einen Spurhalteassistenten, der sehr lange alleine operiert, ohne dass man wirklich die Hand tatsächlich am Lenkrad haben muss. Und auch sonst vom Fahrverhalten, es ist ein typischer VW. Und das ist ein großer Vorteil. Weiß Gott kein Nachteil. Das Auto fährt sehr berechenbar, das Auto fährt komfortabel, wenn man es möchte, wenn man hier die Wahl getroffen hat, dass man im Komfortmodus fährt. Es fährt sportlich, wenn man den Sportmodus wählt. Oder man kann es sogar persönlich auf sich abstimmen im Individualmodus und dann das Beste für sich auswählen. Und so ist es ein Volkswagen, wie er im Bilderbuch steht. Er fährt wirklich gut. Als Aggregate für den VW T-Roc stehen aktuell drei Motoren zur Wahl. Wir haben einen 2 Liter TSI mit 140 kW bzw. 190 PS, der ordentlich druckvoll zur Sache geht und mit einem 7-Gang DSG oder einer manuellen 6-Gang Handschaltung gekoppelt werden kann. Wir haben hier den 2 Liter TDI, das Volumenmodell bisher im
gesamten VW-Konzern mit 110 kW bzw. 150 PS, der schafft es, das Auto hier auf 200 km/h maximal zu beschleunigen. Das haben wir hier in Portugal natürlich nicht ausprobiert, ist nicht erlaubt. Und dann gibt es noch den Einstiegsbenziner, ein 1,0 TSI, ein Dreizylinder mit 115 PS bzw. 85 kW. Wir fahren hier die Sportvariante. Das zeichnet sich unter anderem auch darin aus, dass wir hier ein paar rote Ziernähte auf den Sitzen haben. Rot findet sich zum Beispiel hier auch an dieser Zierleiste wieder. Und ansonsten ist der T-Roc ja der Individualisierungsstar im VW-Programm. Denn die ganzen Zierleisten, die Deko-Elemente, die kann man frei Gusto wählen. Und damit nicht das übliche Schwarz, Silber oder Grau, sondern auch mal richtig Farbe bekennen, wie zum Beispiel Gelb. Hier in der Variante ist es zwar grau und hebt sich damit weniger von den Kunststoffen ab, aber das ist nochmal frei wählbar. Ansonsten die Kunststoffe, gut, im Golf sind sie vielleicht ein bisschen hochwertiger, aber die Verarbeitung passt. Hier auf den kariösen Straßen hier in Lissabon, da würde man ansonsten, wenn die Verarbeitung nicht passen würde, schon Zirpen oder Knarren hören. Nichts dergleichen, es ist ein typischer VW, die Verarbeitung passt. Wir haben natürlich eine ganze Armada an technischen Systemen hier, wie zum Beispiel die digitalen Instrumente. Die sind optional im VW T-Roc und die lassen sich frei Gusto nach dem eigenen Geschmack abstimmen. Man kann Rundinstrumente wählen, man kann hier die Navigationskarte groß anzeigen lassen oder hier gerade, wie wir es haben, die Fahrzeugdaten. Das ist wirklich individuell abstimmbar und passt damit gut zum lifestyle-lich individuellen Charakter des VW T-Roc, ist allerdings optional. Ansonsten das Infotainment-System. Hier haben wir das große 8 Zoll Display verbaut mit Näherungssensor und allerlei technischen Gimmicks, wie zum Beispiel Mirrorlink, Apple CarPlay oder Android Auto, sodass man sein Smartphone ganz einfach per USB-Kabel koppeln kann und die Benutzeroberfläche des Smartphones auf dem 8 Zoll Display gespiegelt bekommt. Dementsprechend ist das verbotene ständige Gestikulieren und Arbeiten mit dem Handy einfach passé. Es wird hier auf das Display gespiegelt. Dementsprechend kann man sich seine WhatsApp-Nachrichten, die Navigation über Google Maps und auch relativ viele andere Anwendungen einfach hier auf das Display holen und gefahrenlos bedienen. Das funktioniert eigentlich blind. Also der Name des Fahrzeuges leitet sich mit dem T von unserer SUV-Familie ab. Tiguan, Touareg, alle Fahrzeuge beginnen mit dem T. Und natürlich das ROC ist das rockige Fahrzeug bei uns in der Marke, der alles etwas anders macht, wie das, was wir bisher von der Marke Volkswagen können. Die Designsprache deutlich progressiver, deutlich mehr Individualisierung als bisher. Das Fahrzeug rockt eben, der T-Roc. Der T-Roc ist ein komplett eigenständiges Fahrzeug der Marke Volkswagen. Das spricht auch der Name, das selbstbewusste Name des Fahrzeugs T-Roc mit. Mit der zweiten Generation des Tiguan ist natürlich etwas Platz geworden für ein kleineres, kompaktes SUV in der Riege und die Lücke füllt der T-Roc perfekt. Wir haben mit dem T-Roc ein sehr junges, dynamisches Fahrzeugkonzept auf die Straße gesetzt. Insbesondere die ganzen Individualisierungsmöglichkeiten innerhalb der Lines sprechen hier eine sehr junge Kundengruppe an und das ist auch die Kunden, die wir innerhalb des SUV-Segments für den T-Roc sehen. Zum Platzangebot des VW T-Roc, des neuen SUV. Volkswagen-Portfolio. Ich bin ungefähr 1,90 groß, ich habe hier ordentlich Bewegungsfreiheit, ich habe Platz über dem Kopf, ich kann eine optimale Sitzposition finden, das Lenkrad lässt sich vertikal wie auch horizontal verstellen, alles optimal, wie man es von VW gewohnt ist. Allerdings hier in der Sportausstattung, die ist sehr dunkel gehalten, das ist so eine dunkle, kleine sportliche Höhle gefühlt durch den dunklen Dachhimmel, da fühlt man sich so ein bisschen eingekanzelt. Aber dieser Eindruck, der trübt so ein bisschen, weil die Platzverhältnisse hier in der ersten Reihe, die passen. In der zweiten Reihe, gut, hinter mir ist es ein bisschen knapp. Ansonsten passt es absolut für vier Erwachsene. Aber ich meine, wir sprechen auch von einem SUV, das unterhalb des VW Tiguan angesiedelt ist. Dementsprechend geht das vollkommen in Ordnung. Wir sind am Ende unseres Berichts über den brandneuen VW T-Roc. Und was bleibt zu sagen am Ende des Tages? Nun, das SUV ist lifestyleiger, als man es VW vielleicht so getraut hätte. Wenn man an Volkswagen denkt, dann denkt man wahrscheinlich an den Golf und ein geradliniges, teutonisches Fahrzeug. Und auch das steckt hier im VW T-Roc, wenn man sich einmal die Front betrachtet, mit diesem ernsthaften Blick. Kombiniert wird das Ganze aber mit einem gewissen Grad an Lifestyle, wie zum Beispiel
mit der Außenlackierung hier in Blau und Weiß. Außerdem kann man den Innenraum individualisieren mit verschiedenen Zierleisten und Polstern. Dazu kommen moderne Assistenzsysteme und die digitalen Instrumente sowie das 8 Zoll Navigationssystem, das sich blind bedienen lässt. Als Zielgruppe möchte VW, na klar, das Fahrzeug ist viel lifestyleiger geworden oder das Fahrzeug ist überhaupt sehr lifestyleig, als Zielgruppe möchte man junge Leute ansprechen und das könnte gut gelingen mit diesem Fahrzeug. Die Frage ist nur, welcher wird der Volumenmotor hier im VW T-Roc?